Die zweite Kerze brennt auf dem Adventskranz und meine Stimme ist schon wieder ein wenig im Arsch, aber das macht nichts. Wir öffnen gleich die Adventskalendertürchen wie an jedem Tag, aber erst einmal zum gestrigen Tag. Sorry, da gab es eine kleine Panne und zwar mein Video für das Alliance-Netzwerk. Ja, es kam leider erst abends online. Das hat folgenden Grund, ich musste es vorproduzieren, weil die liebe Lisa vom Alliance-Netzwerk musste das Video halt noch ein bisschen bearbeiten. Adventskalendertürchen schreiben, sondern unter das Adventskalendertürchen vom Alliance-Netzwerk. Das ist ganz wichtig, weil nur da könnt ihr dann auch dran teilnehmen. Alles andere kann ich leider nicht berücksichtigen. So. So viel dann am Anfang und zu der gestrigen Panne. Das hat mich tierisch aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber nun gut. Wir öffnen jetzt mal... Oh, jetzt sieht man ihn gar nicht mehr. Dann stelle ich ihn hier hin. Da sieht man ihn gut. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Kram-Adventskalender. Ich habe es extra ein bisschen lauschiger gemacht von meiner Beleuchtung her, aber jetzt sieht man hier überhaupt nichts. Moment. Schauen wir mal, ob das was bringt. Ja, minimal. Moment, da muss ich aufs Hardcore-Licht gehen. So, Hardcore-Licht ist immer gut. Wobei man, ja doch, jetzt erkennt man was. Ach ja, herrlich. So, also wir suchen die Nummer 9. Guck mal, jetzt kann ich auch die Zahlen besser lesen. Da ist die 10, die wird morgen geöffnet. 1, 18, 9 ist da unten. Und habe ich heute auch wieder Glück? Haselnuss. Hm. Nein, heute habe ich keine glückliche Hand. Es ist Haselnuss. Hebe ich mir für Sebastian auf? Oder nein, hebe ich mir nicht für Sebastian auf, weil der hat ja sowieso einen ganzen Adventskalender für sich alleine. Den hebe ich mir für euch auf, dann bekommt ihr nämlich auch hier was aus dem Kram-Adventskalender. So, dann würde ich sagen, heben wir uns die Arbeit für zum Schluss auf. Schauen wir uns, was es hier gibt. Da ist die 9. Oh, ein sehr kleines Türchen heute. Hm, da geht's auf. Da ist ich ein Bonbon, ist ich ein Bonbon. Aber wieder nur Vollmilch. Der Sebastian hat ein rotes, ich will auch ein rotes. Na. Ach, egal, egal, egal. Hm. Da bleibst du stehen. Weil wir hier nicht in die Kerze. So. Dann. Moment, sieht man das? Na, geht doch. Dann trennen wir vorsichtig das Zettelchen hier raus. Jawohl, vorsichtig. Und übrigens, heute, natürlich geht es wieder unten auf der zukünftigen Modelleisenbahn weiter. Wir haben gestern ein neues Mitglied begrüßen dürfen und heute wird es weitergehen. Ich werde gleich die Kamera mit runternehmen und werde dann hoffentlich auch dazu kommen, ein paar Aufnahmen zu machen. Und dann werdet ihr vielleicht morgen oder vielleicht schon sogar heute Nacht endlich die aktuellsten Informationen zum Thema zukünftige Modelleisenbahn bekommen. So, also hier haben wir wieder ein Rätsel drauf. So sieht es aus. Ihr könnt das Video jetzt gerne auch schon auf Pause machen und das Rätsel schon mal lösen, denn die Aufgabe steht ja unten drunter. Und Text dazu, der hört sich wie folgt an.
Nach kurzer Zeit hatte Bob an der Tür einen versteckten Knopf entdeckt. Achtung, Kollegen, ich drücke jetzt drauf. Geht lieber ein Stück beiseite. Mit einem lauten Zischen schob sich die Tür auf und die drei Fragezeichen blickten in einen kleinen Raum. Was ist das denn? Entfuhr es Peter. Der Raum war vollgestellt mit Dingen, die man zum Tauschen benötigte. Pressluftflaschen, Neopren... Zum Tauchen benötigte. Pressluftflaschen, Neoprenanzüge, Taucherbrille, Flossen und Atemtechnik. Neben einer verschlossenen runden Stahltür befand sich eine Anlage aus vielen Rohren, Leitungen und Ventilen. Justus betrachtete die Installation. Ich denke, das hier ist eine Art Luftschleuse. Wahrscheinlich befinden wir uns mittlerweile unterhalb des Meeresspiegels, denn wir sind viele Treppenstufen hinabgestiegen. Und diese ganzen Geräte und Ventile dienen dazu, den Druckausgleich herzustellen. Peter sah sich die Anlage genauer an. Stimmt. Und wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir alles entsprechend der Anleitung einstellen. Sieht kompliziert aus. Oh ja. Also Innendruck 9, Kammerdruck 9, Außendruck 3, Vordruck 4, Anpressdruck 9. Aufgabe? Stelle die 5 Ventile richtig ein. Markiere jeweils die neue Position der roten Pfeilspitze. Wenn du diese Markierungen alle mit Striche verbindest, an welchen Buchstaben erinnert er dich dann? Das heißt, ich muss hier drauf rummalen. Eieiei. Das könnte ein A sein. Also wir haben die Möglichkeit, das ist sogar ein H. Ein A. Ein H, ein A, ein W und ein E. Also dann wollen wir mal. Ich nehme extra einen Bleistift. Also wir haben... Warte jetzt mal. Wir haben hier oben den Kammerdruck. Der Kammerdruck auf 9. Der ist hier. Dann haben wir den Innendruck. Der ist ebenfalls auf 9. Der Anpressdruck ist auf 9. Der Außendruck ist auf 3. Und der Vordruck auf 4. So. Pfeilspitzen. Wenn du diese Markierungen alle mit Strichen verbindest, alle miteinander? Ja, sag ich doch ein A. Hab ich doch gesagt. Und dann, warte mal, hier, neun. So. Also, es ist ein A. Man sieht es jetzt leider nicht wegen dem Bleistift. Aber ich sage A. A ist die Antwortmöglichkeit 2. Schauen wir nach. Moment, ich sehe noch keine Zahl. Ich sehe noch überhaupt keine Zahl. Doch, da. 2. Ja, es ist richtig. So, und die 2 hat den Schornstein. Schauen wir mal. Wo sich der Schornstein befindet. Dort oben befindet sich der Schornstein. Anderen gibt es ja nicht mehr. Ne? Ja, und wenn man sich das hier anschaut, dann sehen wir jetzt auch schon. Klar, die müssten hier unten. Da, Neoprenanzug. Hier, da sind sie. Da sind die Fußspuren. Da sind sie natürlich runtergegangen. Und sieht man das? Ja, hier. Da ist der. Da sind die Neoprenanzüge, Pressluftflaschen und so weiter. Tralala. Dann. Geht es jetzt hier rüber wahrscheinlich oder hier hinter und dann kommen sie irgendwann hier rein und dann hier über die Schleuse kommen sie dann an das Schiff. Das Bild verrät schon so ein bisschen, wo es hingeht, aber nun gut, schauen wir mal. Es sind ja auch die Rätsel, die hier die Herausforderungen sind. So, und hier ist etwas sehr Merkwürdiges drin. Es ist auf jeden Fall leer, das Türchen. Das können wir wieder wegstellen. Es ist, oh, man kann es auseinandernehmen. Es ist, ja... Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Es sieht aus wie Gesichter. Irgendwie hält es jetzt auch nicht mehr aneinander. War das vorgesehen, dass es nicht hält? Moment. Also, manchmal kommt man in einem Fall einfach nicht weiter und muss dies in die Notizen oder den Akten auch vermerken. Ah ja, nee, ist klar. Anbei ein Wechselstempel für dich. Ach, guck mal. Wenn wir jetzt hier... Na okay, da hat man das überhaupt gesehen. Je nachdem, wie du diese zusammendrückst, zeigt er ein lachendes oder ein sehr mürrisches Gesicht. Wo ist denn das bitte lachend?
das soll lachend sein, aber wenn die Augenbrauen nach unten zeigen, das ist doch böse, oder nicht? Da müssten die Augenbrauen doch nach oben zeigen bei einem lachenden Gesicht. Also das soll lachend sein und das soll mürrisch sein. Aber wie gesagt, ich kenne es nur, dass die Augenbrauen dann auch nach oben gehen bei einem fröhlichen Gesicht. Aber nun gut. Teste es aus. Drücke den Stempel auf ein Stempelkissen oder bemale die eine Seite mit einem Filzstift. Natürlich. quetsche den Stempel zwischen deinen Fingern einfach zusammen und stempel das Gesicht auf ein Blatt. Versuche dabei, verschiedene Gesichtsausdrücke hinzubekommen. Ja, ist klar. Ja, so soll das dann aussehen. So stellen die sich das vor, aber naja. Ich bin gespannt für denjenigen, der das alles gewinnt. Vielleicht macht er mir ja eine Freude und macht da mal ein Video drüber, wie er diese Stempel drückt und quetscht und macht dann mal ein Video davon und zeigt, wie das Blatt Papier dann aussieht. Süß. So, Freunde, das war's mit dem 9. Adventskalender-Türchen. Heute am 2. Advent. Heute wird nichts mehr kommen, was mit dem Alliance-Netzwerk zu tun hat. Ich bin, wie gesagt, noch gestern dabei gewesen. Ich hoffe, da schauen noch ein paar Leute rein. Ganz einfach, geht einfach mal auf meine Uploads und ich glaube, das vorletzte oder drittletzte Upload-Video, das ist das Alliance-Netzwerk-Türchen und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Wie gesagt, da gibt es was zu gewinnen und wie es geht, erkläre ich im Video, erkläre ich auch nochmal in der Videobeschreibung. Einfach mal reinschauen und ja. Vielleicht hört man sich ja dann, wenn ihr nämlich gewonnen habt. Ja, Freunde, das war's. Ich muss mich jetzt sputen. Gleich geht's nämlich unten schon wieder los. Und dann muss ich dabei sein. Ja, schließlich der Chef. Nein, Quatsch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen, ab morgen muss ich auch wieder arbeiten. Das heißt, da muss ich dann auch gucken, wie und wann ich das Video hochlade. Und soll euch aber nicht wirklich interessieren. So ein Video kommt auf jeden Fall morgen am 10. Macht es gut. Bis dann. Schönen zweiten Advent. Macht es gut, bis morgen, NRW Boy 18, adieu.